Denn bei mir liegen Sie richtig. Solange alles wie am Schnürchen klappt, solange Sie mit offenen Augen über die Straße gehen, solange Sie in jeder Sekunde auf Ihre Sicherheit bedacht sind, ist alles in Ordnung. Aber mit tödlicher Sicherheit stimmt dann irgendetwas nicht, wenn dieser Herr ein Wörtchen mitzureden hat. Aus meiner Lektion für Lebensmüde möchte ich Ihnen heute wieder ein paar probate Rezepte verraten. Sie können sich zum Beispiel etwas ans Bein binden. Sie können das auch mit einem Trockenkurs versuchen. Oder aber nach altbewährter Methode den Ast absägen, auf dem Sie sitzen. Sie können es aber auch einmal so versuchen. Wollen Sie mir verübeln, dass ich eine gewisse Vorliebe für unwissende junge Damen hege? Die Sympathie ist durchaus wechselseitig. Junge Damen geben mir oft Gelegenheit, ihre Bekanntschaft zu machen. Denn bei mir liegen Sie richtig. Hier ist alles in bester Ordnung. Es geht wie geschmiert. Aber ist das immer so? Dieser Herr zum Beispiel hat da ganz andere Erfahrungen. Selbstmörder sind doch manchmal wirklich verschwenderisch. Neulich hatte ich einen Kunden, der stürzte sich mit einem Luxusauto in die Tiefe. Ein anderer engagierte den Moonlight Killer von Soho. Und wieder ein anderer bestand darauf, sich mitsamt seinem Besitz in die Luft zu sprengen. Sie können es natürlich auch bedeutend billiger haben. Dazu gehört nichts weiter als eine gewisse Sorglosigkeit. Vertrauen Sie auf Ihr Glück und huldigen Sie der Einbildung, dass Ihnen nie etwas passiert. Hier brauchen Sie nichts weiter zu tun, als stehen zu bleiben. Denn bei mir liegen Sie richtig. Wenn Schnelligkeit verbunden mit Bequemlichkeit die Arbeit sinnvoll und rationell gestalten, wenn alles in Ordnung ist, da kann gar nichts mehr schiefgehen. Oder? Glauben Sie gar nicht, dass mein Beruf ohne Abwechslung ist. Manchmal, verzeihen Sie mir, ist er bunt wie das Leben. Ich komme nämlich mit allen möglichen Leuten zusammen. Mit Leuten, die sich auf japanische Weise ins Jenseits befördern. Mit Leuten, die sich auf mexikanische Weise ins Jenseits befördern. Und mit Leuten, die sich auf spanische Weise ins Jenseits befördern. Bei uns zu Lande ist folgende Methode beliebt. Man plant mit echter deutscher Gründlichkeit. Sie wissen ja, besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Und jetzt, mein Herr, brauchen Sie nur noch das Gleichgewicht zu verlieren. Denn bei mir liegen Sie richtig. Kein Mensch käme auf die Idee, das zu tun. Denn jeder weiß ja schließlich, wohin was gehört. Oder gibt's Ausnahmen? Wissen Sie, Selbstmörder haben manchmal geradezu fantastische Einfälle. Ich wollte es auch nicht glauben, bis ich mit jenem Menschen Bekanntschaft machte, der sich eine Antenne an den Hut montierte und barfuß im Gewitter spazieren ging. Einem lebensmüden Sanguiniker verdanke ich den wertvollen Hinweis, wie man sich totlachen kann. Und mit dieser Vorrichtung schaffte es ein anderer, sich in einer Badewanne zu ertränken. In der Regel jedoch ist es weniger der raffinierte Einfall, es ist die Einfalt, die zum Selbstmord führt. Ich denke da an die beliebte Methode, ätzende Flüssigkeiten in Trinkgefäße zu füllen. Die Zeit und der Zufall sind dabei die besten Helfer. Immer wieder erstaunlich, wie gut das funktioniert.
Da Sie ja genau wissen, dass ein Verwechseln ausgeschlossen ist, brauchen Sie nur nach der vertrauten Flasche zu greifen. Nehmen Sie getrost einen kräftigen Schluck. Denn bei mir liegen Sie richtig. Wer so fest im Sattel sitzt, der braucht sich um seine Sicherheit nicht zu sorgen. Nur Totengräber, die denken darüber etwas anders. In meiner langjährigen Praxis habe ich festgestellt, dass es rund 17.400 verschiedene Möglichkeiten gibt, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Sie können sich von rechts erschießen. Sie können sich auch von links erschießen. Sie können sich aufhängen, vor einen Zug werfen oder aus dem 14. Stockwerk springen. Sie können das aber auch einfacher haben. Sie brauchen nämlich nur diese oder eine ähnliche Himmelsleiter zu nehmen. Die kleinen Schönheitsfehler sollten Sie nicht stören. Im Gegenteil, haben Sie Vertrauen zu Ihrer Flickarbeit. Und nun, nachdem Sie schon so weit gekommen sind, erledigt sich alles andere wie von selbst. Jetzt nur noch langsam entspannen und fallen lassen. Denn bei mir liegen Sie richtig.